Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Fragen zur Energiewende. Der Gebäudesektor verursacht, je nach Betrachtungsweise, zwischen 30% und 40% der gesamten CO2-Emissionen in Deutschland. Neben der Erhöhung der Energieeffizienz im Gebäudebetrieb spielt die Einbindung erneuerbarer Energien für die Wärmeversorgung eine erhebliche Rolle bei der Senkung der Treibhausgasemissionen. Und die Nutzung und der Ausbau der Fernwärme können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die Ziele der Energiewende zu erreichen. Wir wollen uns deshalb in dieser Ausgabe mal etwas näher mit dem Thema Fernwärme beschäftigen. Die Anfänge der Fernwärme in Jena reichen zurück in die 1960er Jahre, als einige Wohngebiete wie Lobeda West, Winsala, Göschwitz oder Teile von Jena Nord sowie einzelne Industriekunden über verschiedene Heizwerke und Fernwärmenetze mit Wärme versorgt wurden. Im Jahr 1972 ging das zentrale Heizkraftwerk in Winsala in Betrieb. Inzwischen erzeugt die Anlage rund 98% der Fernwärme für Jena. Die verbleibenden 2% liefert die Biogasanlage in Jena-Zwezen. Von den rund 109.000 Einwohnern in Jena heizen rund 56% mit Fernwärme. Auf die Beheizung von Wohngebäuden entfällt daher fast die Hälfte des Wärmebedarfs. Aber auch Industrie, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen setzen auf die umweltfreundliche Form des Heizens oder nutzen Dampf und Heißwasser für ihre Prozesse. Die Stadtwerke Energie Jena Pößneck betreiben ein Leitungsnetz mit einer Gesamtlänge von 242 Kilometern. 13 über die gesamte Stadt verteilte Fernwärmestationen dienen der Druckerhaltung, Erhöhung oder Minderung. Über insgesamt 1500 Hausanschlussstationen gelangt die Wärme an ihre Nutzer, vor allem in Lobeda, Winsala und Nord werden mehrgeschossige Wohngebäude und damit hunderte Haushalte mit Wärme versorgt. Und das Fernwärmenetz soll weiter wachsen. Aktuell setzen die Stadtwerke in der Innenstadt, im Westviertel und im Damenviertel, also dort, wo schon Fernwärme anliegt, verschiedene Projekte zur Anschlussverdichtung um. Parallel laufen die Planungen für einen Ausbau des Fernwärmenetzes etwa in Jena West und in Jena Süd. Weitere Impulse dafür soll die kommunale Wärmeplanung liefern, die die Stadt Jena gerade erstellen lässt. Zudem haben die Stadtwerke im Rahmen ihrer Wärmenetzstrategie 2040 konkrete Schritte definiert, wie sie die bislang noch aus fossilem Erdgas gewonnene Fernwärme bis spätestens 2040 klimaneutral erzeugen können. Ja, liebe Zuschauer, nachdem wir eben ein paar Daten und Fakten zum Fernwärmenetz in Jena gesehen haben, wollen wir jetzt ein bisschen tiefer ins Thema eintauchen. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute Helge Gerullis bei uns begrüßen dürfen. Er ist Leiter des Geschäftskundenvertriebs der Stadtwerke Energie Jena Pößneck. Hallo, Herr Gerullis. Ich grüße Sie, Herr Ullmann. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Gerne doch. Wie ist denn die Nachfrage nach Fernwärme in Jena? Ja, also wir haben glücklicherweise einen sehr hohen Grad der Fernwärmeversorgung in Jena generell. Momentan sind es 56% der Haushalte, die wir in Jena mit Fernwärme versorgen können. Ja, insofern hat Fernwärme eine gute Bedeutung. Und was uns vom Fernwärmevertrieb besonders freut, das ist, dass die Nachfrage nach Fernwärme weiter steigt. Ja, wir sehen sowohl eine gestiegene Nachfrage von privaten Eigentümern von Häusern, die sich für die Fernwärme interessieren, als auch aus der Wohnungswirtschaft, die jetzt noch teilweise Gasthermen haben, die kurz nach der Wende dann eingebaut wurden, die jetzt so nach und nach ihr zeitliches Ende sehen. Und die Kollegen interessieren sich dort für die Fernwärme, das freut uns und wir bedienen das dann entsprechend und planen dann eben auch neben dem Anschluss an das Fernwärmenetz dort unsere Trassen entsprechend zu erweitern. Die Fernwärme soll ja eine große Rolle muss eine große Rolle bei der Wärmewende spielen. Aber wie funktioniert denn die Fernwärmeerzeugung genau? Und was sind die Vorteile dieser Form der Wärmeerzeugung? Ja, also anders als der Name Fernwärme vermuten lässt, entsteht die Jena Wärme, wie wir das Produkt bezeichnen, direkt hier in Jena. Das heißt, hier gleich nebenan im Heizkraftwerk in Winsala, also ganz in der Nähe, aber zum Glück fernab von den Grundstücken unserer Fernwärmekunden. Ja. Und über unser Fernwärmenetz gelangt diese Wärme zumeist als heißes Wasser, zum Teil auch als Dampf, über gut wärmegedämmte Leitungen direkt zu unseren Kunden. An den Hausanschlussstationen, die befinden sich dann zum Beispiel in einem Kellerraum bei den Kunden, wird diese Wärme über einen Wärmetauscher an die Hausanlage des Kunden übertragen.
Dort nutzen die Kunden dann diese Wärme dann für ihre Heizenergie und für die Warmwasseraufbereitung. Wenn die Wärme sich dann wieder abgekühlt hat, dann fließt sie über den geschlossenen Kreislauf zurück ins Heizkraftwerk und wird erneut erwärmt. Genau. Und was ist der Vorteil gegenüber anderen Formen der Wärmeerzeugung? Ja, der Vorteil dieser Art der Wärmeerzeugung ist, dass die Produktion an einem zentralen Ort erfolgt und dann auf sehr, sehr viele Verbraucher sehr effizient übertragen werden kann. Ja. Sie hatten das vielleicht schon angerissen, das Thema Wärmewende kommt da jetzt stärker auf. Und man hat dann bei der Fernwärme den Vorteil, dass man den Anlagenpark nur einmal umstellen muss und kann diese Investition dann bei den Stadtwerken bündeln. Und der Bürger und die Betriebe werden dann diesbezüglich entlastet. Wie komme ich denn als Hausbesitzer an einen Fernwärmeanschluss? Ja, also zunächst mal freuen wir uns über jeden Kunden, den wir an das Fernwärmenetz in Jena anschließen können. Die Fernwärmeverträge werden üblicherweise mit den Eigentümern der Häuser geschlossen. Zur Prüfung eines Anschlusses bitten wir die Kunden, die potenziellen Kunden, die Hauseigentümer, zum Beispiel auf unsere Webseite zu gehen und sich dort zu informieren. Dort finden die potenziellen Kunden Dokumente. Da können Sie beispielsweise Dokumente, um sich als Interessent aufnehmen zu lassen oder beispielsweise einen Fernwärmeantrag zu stellen. Dort tragen die Kunden dann ein, also wie aktuell die Art der Versorgung ist, also beispielsweise Öl und Gas, welche Verbräuche aktuell vorliegen, welche Leistung aktuell verwendet wird. Das sind für uns alles wichtige Daten, um zu schauen, wie passt das mit der anliegenden Fernwärme dann zusammen. Bei diesem Schritt, bei dem Ausfüllen dieses Interessentenbogens bzw. dieses Fernwärmeantrages, können sich unsere Kunden immer gerne von Ingenieurbüros oder von ihrem Heizungsbau unterstützen lassen. Aber wir kommen dort gerne auch mit dazu und unterstützen dann dort unsere Kunden. Und wenn es mal nicht alle Informationen gleich hat, dann sind wir trotzdem froh, erstmal diese Informationen zu haben, denn wir nehmen das dann entgegen und wir prüfen dann mit diesen Daten, inwiefern ist jetzt ein Fernwärmeanschluss machbar. Schneller machbar, zum Beispiel, wenn unsere Fernwärmetrasse in der Straße bereits liegt, oder dann etwas mittelfristiger machbar, wenn wir sagen, das wird jetzt ein Fernwärmezielquartier, was wir hier mittelfristig anbinden wollen. Genau, da kommen wir nämlich gleich zur nächsten Frage. Wo kann ich denn in Jena überhaupt Fernwärme beziehen? Also es gibt ja auch Gebiete, die noch nicht an die Fernwärme angeschlossen sind. Ja. Und kann ich das auch genau dort erfahren? Ja, ganz genau. Also grundsätzlich, ich sagte ja schon, 56% der Jener Haushalte werden schon mit Fernwärme beliefert. Fernwärme wird aus unserer Sicht angeboten in Lobeder Ost, Lobeder West, in Winzerla. Große Teile der Innenstadt sind an das Fernwärmenetz angeschlossen. Jena Süd, Jena Nord, Burger und Göschwitz. Aufgrund der Wärmedichte sind insbesondere Mehrfamilienhäuser und mehrgeschossige Wohnblocks in der Fernwärmelieferung. Gleichwohl haben wir auch Zweifamilienhäuser und Einfamilienhäuser, die hier beliefert werden. Wir sind gerade dabei, jetzt Interessenten bzw. Häuser, Eigentümer anzusprechen, die noch nicht mit der Fernwärme versorgt werden, wo wir aber trotzdem mit unseren Trassen schon in den Straßen sind. Ja, teilweise sind dort auch schon Vorsorgeleitungen gelegt, sodass man hier besonders kostengünstig diese Kunden, die noch keine Fernwärme haben, anschließen kann. Wir sprechen die dann von unserer Seite aus an. Wir beraten die Kunden und dann berechnen wir die Wirtschaftlichkeit. Das heißt, was braucht es jetzt noch, um den Kunden dort anzuschließen? Sie müssen ja von der Fernwärmetrasse in der Straße einen Stich machen bis in den Kellerraum sozusagen, wo dann die Hausanschlussstation aufgestellt wird. Das ist immer sehr, sehr individuell, weil die Distanzen sind dort sehr, sehr unterschiedlich und die Lage des Hausanschlussraums ist natürlich sehr, sehr verschieden. Hier berechnen wir einen Teil dieser Hausanschlusskosten. Die Verbindungsleitung, die Kosten dafür, wenn dort Erweiterungen erforderlich sind, dann übernehmen wir das in der Regel selbst. Wir stellen das dann alles zusammen im Rahmen eines Angebotes, was wir dann mit dem Kunden besprechen
und bieten das eben an über eine Vereinbarung, über eine langfristige Vereinbarung, Herstellung eines Fernwärmeanschlusses, Fernwärmeliefervertrag, beraten den Kunden entsprechend und kommen dann in der Regel zu einem guten Abschluss. Ja. Wie weit in die Zukunft können Sie denn vorausschauen, ja, in welchen Gebieten es vielleicht auch mal Fernwärme gehen wird? Ich meine, Stichwort, ja, auch kommunale Wärmeplanung ist ja auch so ein Thema, ne, wo das ganze, ja, Thema mit berücksichtigt wird. Also wenn ich jetzt, ja, perspektivisch irgendwann mal bauen will, wie weit können Sie sagen, okay, bis zum Jahr da und da wird es dort Fernwärme geben? Ja, das ist ein gutes Stichwort, kommunale Wärmeplanung. Dort sind wir ja gerade dabei, die Stadt Jena zu unterstützen, ja, weil wir haben eben die Netzkenntnis und wir wissen, wo die Fernwärme ausgebaut wird und in welcher Dimension sie an welcher Stelle anliegt. Momentan sind wir zum Beispiel dabei, jetzt das Gebiet um den Westbahnhof für die Fernwärme zu erschließen. Das Damenviertel schauen wir uns an, das Südviertel mit dem Magdelstieg, Otto-Schott-Straße. Mittelfristig kommt auch die Lutherstraße in unseren Blickpunkt. Das sind erstmal so die Gebiete, die jetzt direkt absehbar sind. Ne? Darüber hinaus schauen wir aber auch wirklich auf 2030, 2035, 2040, wo wir aus unserer Sicht versuchen, einen Plan umzusetzen, wie wir so nach und nach bestimmte Gebiete für die Fernwärme anschließen können, beziehungsweise wir würden uns gerne oder wir äußern uns dann gerne gegenüber der Stadt im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung, wenn diese Trassen dann vielleicht zu weit von den bestehenden Trassen, auch von den Trassen von morgen entfernt sind, dass auch diese Anwohner dort eine Möglichkeit für eine klimafreundliche Wärmeversorgung haben. Das versuchen wir jetzt gerade dort mit der Stadt und den entsprechenden beauftragten Dienstleistern abzustimmen. In Jena gibt es ja sogenannte Fernwärmevorranggebiete. Wo liegen die? Und beziehungsweise, wie sind die Regelungen genau, wenn ich in so einem Gebiet vielleicht bauen möchte? Ja, also zum Thema Fernwärmevorranggebiet, das ist eine sehr oft gestellte Frage, kann ich Ihnen sagen, in der Kundenberatung. Und deswegen habe ich mir das auch mal ein bisschen herausgeschrieben. Da gibt es eine Fernwärmesatzung aus dem Jahr 2016, die sich die Stadt Jena begeben hat. Und da steht beispielsweise im Paragraph 1 interessanterweise drin, die Stadt Jena betreibt die Fernwärmeversorgung als öffentliche Einrichtung. Diese dient dem Interesse des öffentlichen Wohls. Das heißt, die Stadt Jena bestimmt dort Art und Umfang dieser Wärmeversorgung. Es läuft etwa parallel mit dem, wie die Fernwärme heutzutage verlegt ist. Also der Innenstadt, große Teile in Winzerlach und so weiter. Wenn wir natürlich hier die Fernwärmegebiete weiter ausbauen im Rahmen des kommunalen Wärmeplans, wird das ja alles abgestimmt, würde das entsprechend angepasst. Genau. Was sagt das dann konkret aus? Konkret ist es so, dass in diesen Gebieten das Recht, aber auch die Pflicht besteht zur Nutzung der Fernwärme, ja, sofern eine Fernwärmetrasse in der Nähe liegt. Ja. Also dort möchte man eine gewisse Verbindlichkeit schaffen und deswegen ergibt es diese Fernwärmesatzung. Es ist sowohl eine Verpflichtung als auch ein Recht für die Bürger, sich dort an die Fernwärme anzuschließen im Interesse des Gemeinwohls. Die genaue Satzung finden Sie sowohl auf der Seite der Stadt Jena als auch auf der Seite der Stadtwerke. Okay. Nun ist das Thema Fernwärme gerade ja durchaus aktuell. Mhm. Es wird viel über die Transparenz bei der Preisgestaltung gesprochen, die, ja, muss man ja sagen, für einen Normalbürger nicht nachvollziehbar ist oder nur unglaublich schwer nachvollziehbar ist, wie sich der Preis zusammensetzt und, ja, vor allem eben auch durchaus gestiegene Preise in der Fernwärme beziehungsweise sehr große Unterschiede bei, ja, verschiedenen Versorgern. Vielleicht können Sie da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Die Kosten ergeben sich bei der Fernwärme wie bei anderen Dingen auch aus Preisen und Mengen. Ja? Und der Fernwärmepreis, der hat, wie Sie das auch aus anderen Dienstleistungen kennen, der hat einen Arbeitspreis, der hat einen Grundpreis und es gibt noch einen Messpreis. Diese drei Preiskomponenten, die werden zusammengefasst in einen Tarif. In Jena ist das der Tarif Jena Wärme Plus. Die Kunden verbrauchen also eine bestimmte Energiemenge für Warmwasserbereitung, für die Heizung. Diese Energiemenge wird in Kilowattstunden gemessen und die wird mit dem entsprechenden Arbeitspreis multipliziert.
Das ist die eine Komponente. Darüber hinaus gibt es eine Anschlussleistung, die wird in Kilowatt beziffert. Das ist die maximal zur Verfügung gestellte Leistung. Die richtet sich nach dem Wärmebedarf des Hauses. Kleine Häuser, kleine Leistung, große Häuser, Betriebe, eine große Leistung. Diese Leistung wird mit dem Grundpreis multipliziert. Und der individuelle Verbrauch und die individuell benötigte Leistung des Fernwärmeanschlusses, die werden, wie gesagt, jetzt mit dem Arbeits- und mit dem Grundpreis multipliziert und ergeben im Wesentlichen die Fernwärmekosten. Um das Fernwärmeangebot wirtschaftlich und ausgewogen anzubieten und auch für die Kosten nachvollziehbar darzustellen, werden diese Preise nachvollziehbar gemacht. Das heißt, wir schauen uns im Laufe des Jahres an, wie entwickeln sich die Kosten. Im Wesentlichen die Kosten auch des eingekauften Erdgases. Ja. Das schauen wir uns an. Das decken wir über einen Zeitraum von 12 Monaten, decken wir uns dort mit diesem Erdgas ein und setzen das über entsprechende Formen, setzen wir das um. Ergänzen das um die Kosten für CO2 und daraus wird eben dann der neue Arbeitspreis, Grundpreis abgeleitet. Wir achten darauf oder wir beziehen dort auch einen externen Wirtschaftsprüfer ein, der dort wesentlich alle Elemente dieser Preisanpassung nachvollzieht und testiert. Jetzt vielleicht noch mal ein paar konkrete Zahlen dazu gegenüber dem letzten Jahr, also 2023, hat sich beispielsweise der Arbeitspreis in Jena um 40% gesenkt. Ja, also im vergangenen Jahr hatten wir einen Arbeitspreis von 260 Euro pro Megawattstunde. Jetzt haben wir im Tarif Jena Wärme Plus 162 Euro netto pro Megawattstunde. Der Leistungspreis ungefähr gleich geblieben bei 47 Euro pro kW Anschlusswert. Die Gründe für diese 40%ige Senkung lagen an den Energiemärkten. Ja, also gleichwohl, das sehen wir auch jetzt immer wieder in den Gesprächen mit den Kunden, sehen die Kunden, dass ihre Fernwärmekosten in diesem Jahr gestiegen sind. Woran liegt das? Das ist ja vielleicht auch Ihr Punkt. Das liegt daran, dass wir im letzten Jahr sehr hohe Preisbremsen der Bundesregierung hatten. Und diese Preisbremsen, die sind jetzt von der Bundesregierung aufgehoben worden zum Jahreswechsel. Ja. Und der Effekt der Aufhebung dieser Preisbremsen übersteigt eben unsere Reduzierung des Arbeitspreises. Ja. Ich kann Ihnen aber sagen, momentan sieht es auf den Energiemärkten besser aus als vor 2 Jahren, besser aus als im vergangenen Jahr und weil der Gaspreis ratierlich gekauft wird. Und wenn es dabei bleibt, dass die Gaspreise so vergleichsweise niedrig bleiben, sehen wir, dass der Arbeitspreis in der Fernwärme im nächsten Jahr noch weiter zurückgehen kann. Ja, also wir legen das sozusagen um dessen, was wir sehen. Und das geschieht in beide Richtungen. Ja. Also insofern freue ich mich natürlich, dass wir jetzt gegenüber dem diesem Jahr dort diese Arbeitspreissenkung gesehen haben. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir dann zum nächsten Jahr diese Senkung ebenfalls noch sehen können. Ja. Es ist also immer nachgelagert. Ne? Also als normaler Verbraucher sehe ich, die Gaspreise sind gesunken um weiß ich nicht wie viel Prozent. Ja. Merke es aber bei der Fernwärme gar nicht, sondern wie Sie schon gesagt haben, im Gegenteil, habe einen höheren Abschlag als im vergangenen Jahr. Klar waren die Bremsen und jetzt läuft auch die Mehrwertsteuerverringerung, dieser niedrigere Mehrwertsteuersatz läuft ja auch aus. Richtig, jetzt zum 1.4. Hat die Bundesregierung den ermäßigten Steuersatz von 7% wieder aufgehoben und es gilt jetzt wieder der alte Satz von 19%. Kann man denn das mit einer anderen Form des Heizens vergleichen, also wie sich der Preis zusammensetzt? Anfang des Jahres gab es eine neue Studie im Rahmen eines Ariadne-Projektes. Dort haben Forscher sich die gleiche Frage gestellt. Was ist jetzt die günstigste Art von der Heizung? Wir haben dort verschiedene Alternativen verglichen und unterm Strich ist dort herausgekommen, dass neben den Wärmepumpen die Fernwärme sehr, sehr günstig abschneidet hinsichtlich der Kosten
für die Wärmeversorgung. Wie kamen die Forscher auf dieses Ergebnis? Ich glaube, es spielt eine sehr große Rolle, dass die CO2-Kosten am Markt deutlich steigen werden. Und wie schon eingangs gesagt, ist es ja unser Plan, dass wir die Fernwärme dekarbonisieren. Und dadurch sinkt natürlich auch unsere Abhängigkeit vom Thema CO2 und wir können diese entsprechenden Kosten dann noch rausnehmen und das entlastet natürlich auch. Ja. Und da hat man natürlich dann vielleicht auch Kostenvorteile gegenüber einem Heizungssystem, die gasbasiert sind. Ja. Klar. Sie sprechen es ja gerade an und das wäre dann auch meine Abschlussfrage, der Blick in die Zukunft. Jena will bis 2035 klimaneutral sein. Die Stadtwerke wollen bis 2040 die Fernwärme klimaneutral erzeugen. Mhm. Wie ist denn da der Stand? Ja, also ein gutes Thema. Das beschäftigt uns momentan neben der Kundenbetreuung sehr stark, zum Beispiel im Rahmen des kommunalen Wärmeplanes. Momentan haben wir einen Anteil an erneuerbarer Energie an der Jener Fernwärme von 2%. Bis zum Jahr 2035 möchten wir diesen Prozentsatz auf ca. 90% erhöhen. Und wie Sie schon sagten, möchten wir bis 2040 dann eine klimaneutrale Fernwärmeversorgung erreicht haben. Also da haben wir, glaube ich, einen guten Plan. Wie möchten wir das erreichen? Wir möchten grundsätzlich unseren Fernwärmemix möchten wir stärker diversifizieren. Ja? Wir setzen dort auf die Ressourcen, die wir hier in Jena haben. Das ist zum Beispiel unser Fluss, die Saale. Ja, also dass wir dort der Saale eine entsprechende abgestimmte Energiemenge entnehmen, nennt sich Flussthermie. Wir setzen auf das Thema Geothermie. Ja. Wir würden das Ganze aber noch ergänzen durch Biogas. Wir haben jetzt schon eine Biogasanlage, die in unser Fernwärmenetz einspeist. Das Potenzial, was wir dort haben, das wird man ausbauen. Und wir sehen auch, dass wir hier stärker erneuerbare Energien einbeziehen. Also wenn die Sonne scheint, der Wind weht, dass wir diese entsprechenden grünen Energien hier benutzen über sogenannte Elektrodenkessel hier am Standort in Winzerla, dass wir sozusagen dann dort Wasser erhitzen und über dieses erhitzte Wasser dann eben auch für die Fernwärmeeinspeisung nutzen und dort eben diesen Schulterschluss eben auch mit den erneuerbaren Energien stärker schließen. Genau. 2035 ist, klingt jetzt weit, aber es sind am Ende nur 10 Jahre. Ja. Wie realistisch sind die Chancen, dass das auch in der Größenordnung umgesetzt werden kann? Ja, das ist der Blick in die Glaskugel. Wir haben hier einen festen Plan und wir stimmen uns mit allen Beteiligten dort sehr, sehr eng ab. Momentan beschäftigt uns dort das Thema der kommunalen Wärmeplanung und des Transformationsplans. Hier gehen wir auch partnerschaftlich mit den Kollegen des Heizkraftwerkes von der TEAG ins Gespräch. Und deswegen sind wir dort optimistisch, dass wir diese Pläne gut umsetzen werden. Herr Gerolis, vielen Dank für das Gespräch. Ja, liebe Zuschauer, auch in der nächsten Sendung wollen wir uns mit dem Thema Fernwärme auseinandersetzen und dann wollen wir mal schauen, wie die Stadtwerke genau diese Klimaneutralität bei der Fernwärmeerzeugung erreichen wollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.